So, vorletztes Spiel des Turniertages. Ja, und drei Mannschaften. Dann nachdenken wir, dass wir gerade einmal kommen. Ja, genau. Hey, Angriff. Da gibt es ein paar technische Probleme mit der Kamera. Aber, Alter, rutsch. Aber alles wieder in Ordnung. So, Kasan im Angriff. 0 zu 0 weiterhin. Erste Spiel war schon recht knapp mit 34-35 Kasan. Der zweite Pass, 1-0 Führung für Rad. Gute Radler Verteidigung. Rahn holt sich den Ball. Aber Kasan macht direkt wieder zu, Jetzt der lange Ball raus. Und dann der Pfiff. Und auch der zweite geht daneben. Aber Ball gewinnt. Gute Abwehr. Und auch der geht vorbei. Bei Besitz. Ja, der geht auch bei den 1. Ja.
glücklich. Sehr engen Spiel. Ein Punkt nach 6 Minuten. Diesseits. Und es gibt wieder Foul. Gegen Kazan. Weiter da mit beiden Sitz bei 14 Sekunden. Aber wo versucht ein Pass rüber. Und es gibt wieder das Foul. Wieder gegen Kazan. 10 Sekunden noch auf der gerade mit dem Ball. 10 Sekunden auf der Angriffsuhr. Kazan steht das gut zu. Wurfversuch und der Pass. 3 Führung. 2 Punkte. Dann treibt den Ball nach vorne. Jetzt sind auch alle Rahmen wieder drin und zu faul. Gegen Kazan, weil sie das waren. 8:40 noch auf der Spieluhr in der ersten Halbzeit. Wir waren einmal an 3-0 Führung. Gibt die nach außen, ein schöner Spielzug. Foul, Kazan. Zwei Freiwürfe für Rad. Und der erste geht nicht rein. Und der zweite auch nicht. Und der Rio holt Kazan sich. Jetzt wieder einen schnellen Angriff starten. Langer Ball nach vorne. Abbrechen. Setzt sich der gut durch. Nimmt den Wurf. Vergibt. Rane Rebound. Und schneller Angriff der Rane. Ah, da rutscht der Ball auf. Jetzt wieder Kazan. Gut verteidigt. Versuch, wieder vergeben, Rebound geholt, Faustspiel. Faustspiel, 3-0, noch 7 Minuten auf der Spieluhr. Der erste Halbzeit. Nein. Und er vergibt weiterhin 3-0. Acht Minuten hat es gedauert, bis Kazan den ersten Punkt kommt. 3-1, Führung für Rad. Schnell abbrechen. Ah, schöner Ball, schöner Pass. 5-1, ja. Schöner Pass in die Mitte. Und er vergibt uns wieder und ran. Guten Block von Kazan. Schauspiel aber Kazan, weil er euch klar ist. 5-1 Führung, 5-20. Kazan stellt das dazu. Schöner Pass. Nimmt sich die Ball. Kazan, schneller Angriff. Verteidigt. Nicht
wieder Kasane geforscht. Wieder Rahn dabei. Jetzt allerdings eine kleine Lücke genutzt und da sind die Punkte. 7-1 Führung für Raden. 4:20 noch zu gehen. Nimmt sich den Wurf, verwirft. Gut verteidigt. Ja, das war Bälle bei 4. Oh, jetzt hier gerade. Kasan. Drei, 40 noch zu spielen. 7-1. Und dabei bleibt es erstmal verworfen. Doch der zweite geht vorbei und Rahn holt sich den Ball. Richtig. Ja, frühes Zustellen der Kasaner. Ah, schöner Ball. Und dann der Fehlpass. Schade. Kasaner kriegt den Ball. Rahn für 2-1. 3 Minuten. Knapp dran. Punkte haben das Spiel. Aber doch sehr unterhaltsam. Jetzt wird Kasan im Angriff. Raus. Ja. Wurf. Vergeben oder Rano ist hier rüber. Wieder macht Kasan das, das gut aufzustellen. Raus. Ja, sieht das sehr gut aus. Wunderbarer Ball. Und die nächste Punkte. 9-1 für unsere Rade. So, 30 zu gehen. Dem vorletzten Gruppenspiel. Okay. Jetzt nimmt er ihn. Ah, vergibt. Dann holt sich den Ball. 1 Führung. 2 Minuten noch zu gehen. Knapp 2. Und jetzt der Ballgewinn der Russen. Schnell machen und wieder vergeben. Und jetzt wieder Rademann. 9 zu 1 für Raden. Gute Abwehrarbeit der Radener und auch viele verworfene Reife für der Russen. Ah, schöner Ball jetzt in die Mitte. Gut versucht, der passt. 11-1. Raden. 10 Punkte Führung. 1:25. Bein raus. Wieder zurück. Wieder zurück. Wurfversuch. Und der passt auch nicht. Aber die Russen behalten den Ball. Jetzt ist er kurz vorbei. Geht rüber. Wurfversuch. Dreier. Vergibt. Und wieder die Russen. Schießen raus. Angriff, gerade. Oh, vergibt er. Da vergibt er. Und jetzt der schnelle Gegenangriff. Aber zwei Radner sind da. Schön gespielt von hinten. Weg zurück. Spielt in die Mitte. Ja, gute Radner-Verteidigung. Ja, Foul Raden. Das wird 2 Freiwürfe geben. Zwei Freiwürfe für Kasan. 11-1. Noch 19 Sekunden zu gehen. Noch. Und er vergibt wieder. 11-1. Die Russen vergeben wirklich viele Freiwürfe hier in diesem Spiel. Das Spiel ist offiziell in der Halbzeit. Der Freiwurf wird ausgeführt und der sitzt. 11-2. 11-2 für Raden. Ab in die Halbzeit.
deshalb spiele ich nicht. So, es wird noch kurz was am Zeitpult geklärt, dann geht das ja weiter. Zweite Halbzeit, vorletztes Spiel, Raden gegen Kasan. Raden führt 11-2 nach 15 Minuten. Und wie schon erwähnt, 18 Uhr Anwurf, zweite Bundesligaspiel. Raden gegen Hannover 2. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Raden im Beinbesitz. Sagen eine sehr starke Abwehrleistung im Spiel, aber von beiden Mannschaften. 13 Punkte insgesamt nur. Ah, schön gespielt. Foul und den Korb gekriegt. Wunderbar. 2 Punkte plus Freiwurf. 13-2 jetzt für Raden. Und Freiburg war. Ah, kurz noch ein bisschen Gequatsch auf dem Feld. Und weiter geht's. Freiburg war. Und der Pass. 1-A. Oh, ich bin wohl ein bisschen zu früh gefreut. Hätte auch vorbeigehen können noch. 14-2 Führung Raden. Jetzt Kasan im Angriff. Kasan muss natürlich jetzt mal suchen, die Trefferquote um Längen zu erhöhen, wenn das so weitergeht. 2 Freiwürfe erst reingemacht. Ah, schön verteidigt von Rahn. Muss den Ball rüberspielen. 3 Wirf, verwirft. Rahn kriegt den Ball. Sehr gute Verteidigung von Rahn. Jetzt in 2, Rahn führt. Ah, wieder ein schöner Pass in die Schnittstelle. Und, oh, geht nicht rein. Kasan hat den Ball. Den Ball raus. Radner machen nicht viel Druck. Spielt ihn nach außen. In die Mitte. Wieder nach außen. Wurfversuch. Und vorbei. Radner holt sich den Rebound. Wunderbar. Die Radner spielen wirklich gut in der Abwehr jetzt in dem Spiel. Wir müssen gleich im letzten Gruppenspiel des heutigen Tages noch gegen Bochum ran. Aber jetzt gibt es erstmal Foul gegen Rad. Bei Besitz Kasan. Schneller Angriff Kasan. Ja, bricht da ein bisschen ab, nimmt das Tempo raus. Wurfversuch wieder vergeben. Wieder der Ball in Rad rein. Ah, jetzt machen sie Druck, jetzt machen sie Druck. Aber gut gelöst von den Radern. Sehr gut gelöst. Ah, Ball nach außen. Tempo rausgenommen. 9 Sekunden noch auf Angriffsuhr. Wurfversuch vorbei. Rebound geht an Kasan. Die jetzt wieder schnell angreifen. Jetzt sind 2 Führung Raden. 11:45 noch zu spielen in der zweiten Halbzeit. Ah, spielt den Ball rüber in die Mitte. Die Chance vergibt wieder und gute Abwehr von Raden. Gute Verteidigung. Ah, spielt den Ball, will ihn raus. Oh, das ist der große Druck der Kasachen, der Kasana. Und wieder vergeben. Also, man hätte Strichliste führen müssen, wie viel die hier vergeben. Foulspiel und er sitzt.
2 Punkte und Freiwurf Raden. 16-2 Führung jetzt. Und er verwirft. Aber Raden holt sich den Ball wieder. Foulspiel. Kazan. Ballbesitz bleibt bei Raden und 14 Sekunden wieder auf der Uhr. Oh, Raden holt sich den Ball wieder. Vorversuch. Und der Tipp rein. 18-2. Die Raner ziehen jetzt noch weiter davon. Kazan jetzt mal. Es sind noch 10 Minuten. Und eine 16-Punkte-Führung für die Raner. Foulspiel. Ran. Oh, nein. Er gibt Foulspiel Kazan. Ballbesitz ran. Raden jetzt im Angriff. 18-2 Führung. Sehr gutes Spiel der Radener. Schöner Ball nach außen. Wurfversuch. Rebound. Kazan. Ah, jetzt machen die Radener auch mal ein bisschen eher Druck auf die Kazaner. Aber die spielen das jetzt etwas ruhiger. Brauchen ja auch langsam mal den ersten 2-Punkte-Korb. Ah, und Foul gegen Kazan. Wieder bei Besitz Raden. Das wird wohl nicht Kazans Spiel mehr werden. Ich glaube nicht, dass die 16 Punkte aufgeholt werden können. Aber man soll es ja nicht zu früh sagen. Schöner Ball raus. Ah, nimmt sich den Wurf nicht. Spielt wieder zurück. Jetzt nimmt er sich den. Ah, vorbei. Rebound. Kazan. Ah, Foulspiel. Foulspiel. Foulspiel ran. Unsportliches Foul, Freiwurf für Kazan und danach Ballbesitz. Ah, 2 Freiwürfe und der erste geht rein. Damit hat Kazan 3 Punkte auf dem Konto. Und der geht wieder nicht rein. Wieder 3 Punkte, 3-mal Freiwurf. Kein Korb aus dem Spiel bei Kazan bis hierhin. Aber sie haben jetzt wieder den Ball. Gut in die Mitte, Foulspiel. Zwei Freiwürfe, Kazan. Vier Punkte durch Freiwürfe bei Kazan. Und der geht vorbei, aber Kazan holt sich den Ball wieder. Und da ist der erste Korb aus dem Spiel raus. 18-6 und Timeout ran. Nach dem Spiel werden wir ein Interview mit einem russischen Spieler führen. Mit als Übersetzer unser Trainer der ersten Mannschaft, Josef.
nicht solche. Ja, klar. Ja, wirklich eine gute Leistung der Rahner Mannschaft im Spiel. 18-6 Punkte. Ja. Und es sind noch 6:30 zu gehen. Ist okay. Ich stehe neben dir, ja, das kann ich. Ja. Let's go! Weiter geht's. Rahn im Ballbesitz. Eine 12-Punkte-Führung. Da spielt ihn raus. Oh, guter Ballgewinn von den Russen. Jetzt geht's wieder schnell. Ah, gut verteidigt. Aber der Pass in die Mitte. Und er verwirft. Und der zweite auch. Ja, die Russen kommen nicht ins Spiel hier. 18-6 für die Radener im vorletzten Harting Cup 2019. Danach noch Bochum gegen Raden. Und um 18 Uhr dann das Spiel der ersten Mannschaft gegen Hannover 2. Wurfversuch und er passt. 20-6. 14 Punkte wieder vor. Wieder Kasan im Angriff. Pass nach außen. Ah, wieder zurück. Ah, wieder zur anderen Seite. Nimmt er sich nicht. Spielt wieder zurück. Kriegt den Ball wieder. Und Wurfversuch. Und wieder kein Treffer für Kasan. 20-6. Führung für Raden. Einmal ein Wechsel auf Radener Seite. Los geht's, weiter geht's. 4:50 noch auf der Uhr. 14 Punkte Vorsprung für Raden. Das sieht gut aus. Ja. Schöne Körperdrehung. Oh, schön gespielt. Und jawohl. 2 Punkte Raden. Und den Freiwurf dazu. 22-6, 4 Minuten noch zu gehen. Freiwurf Rahn. Oh, vergeben. Rebound geholt, wunderbar. Rahn hat den Ball. 10 Sekunden Angriffszeit noch. Zeit abgelaufen, zählt nicht der Korb. Schade, wäre ein schöner Korb gewesen. Kasan im Angriff. 3:40 noch zu gehen. Erst ein Korb aus dem Spiel bei Kasan. Den nimmt er sich, verwirft. Rahn holt sich den Rebound. Kasan macht direkt wieder Druck. Und jetzt kommt der lange Ball. Schön freigespielt. Und das 24-6. Wunderbar. Führung für Rahn. Wurfversuch und jetzt passt er. Jetzt passt er. Waren aber nur 2 Punkte. War kein Dreier. Schiri sagt 2 Punkte Wurf. Jetzt wieder Rahn. Es steht 24-8 für Raden. Da fehlen uns noch 2 Punkte. Da sind sie. Ah, die Radener. Gut. Den nimmt er sich. Ja, schade. Rebound Kasan und ganz schnell nach vorne. Und Foulspiel. Raden. Das wird wohl 2 Freiwürfe geben. Jawohl. 24-8 Führung Raden. 2:20 noch.
zu spielen. Ah, kurze Verwirrung hier. Schiri sagt es nochmal an, wer es war. Zwei Freiwürfe Kazan. Und der erste geht rein. 24-9. Und der zweite auch. 24-10. Ah, leider wirklich eine schlechte Quote der russischen Mannschaft in diesem Spiel. Das war die Spiele davor etwas besser. Aber jetzt Raden erstmal im Angriff. Ah, schön rübergelegt. Wunderbar. Oh, er vergibt. Kazan holt sich den Ball. Und Foulspiel. Foulspiel Raden. Ball Kazan. ...24-9 steht es, nicht 10. Da habe ich mich etwas verzählt gerade leider. Ja, Freiwürfe Kazan. Und der erste sitzt. Und der zweite tippt auch rein. 24-12. 55 Sekunden noch zu gehen. Das haben die Radener sicher gewonnen. Da wird nichts mehr anbrennen. 50 Sekunden noch. Rahn im Angriff. Den Ball schön in die Mitte. Holt sich den Ball. Ja, sehr gut. Spiel ihn raus. Wurfversuch. Und der passt. 26-12. 14 Punkte Führung für Rahn. Jetzt die Russen wieder im Angriff. Wartet noch, spielt den Ball wieder in die Mitte, spielt den Ball zurück, nimmt sich den Wurf und verwirft. Und den Rebound, ah, kriegt ein Radner ab und der Ball geht ins Aus. Kazan am Ball. Schön gespielt, Wurfversuch, tippt raus, Rebound Kazan und jetzt ist er drin. 26-14, Kazan macht direkt wieder Druck. Und das Spiel ist aus. 26-14. Für Raden. Noch ein Spiel im Turnierverlauf haben wir gleich.